Hallo, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich wollte noch mal kurz mit jemandem sprechen. Ich hoffe, Sie könnten mir da weiterhelfen. Es geht um wie folgt, dass ein Herr Spahn und ein Herr Wieler, also sprich Gesundheitsminister und RKI-Minister oder Chef, ja schon durchsickern lassen haben durch die Bild, dass ab Herbst nur noch Geimpfte in Läden kommen werden. Es ging halt Supermärkte, Ikea, interessiert mich ja eigentlich nicht, aber wie sieht das mit Supermärkten aus? Ich bin weder getestet noch geimpft und ich entscheide selbst um meinen Körper und meine Gesundheit. Und da würde ich gerne mal wissen, ne? Weil das finde ich schon diskriminierend. Ne? Genau, also das wird definitiv nicht passieren. Ja. Lebensmittelhändler sind Grundversorger. Richtig. Ja, und man kann niemanden zwingen, sich impfen zu lassen. Richtig. Ja, die Maskenpflicht, die werden wir wahrscheinlich bis nächstes Jahr haben. Mhm. Sowas habe ich auch schon von dem Herrn gehört. Mhm. Aber wie gesagt. Ja, das hat mir schon große Sorge gemacht. Gar nicht. Das geht gar nicht. Nein. Ja. Ne? Ja. Erstens, aktuell sind wir irgendwo bei der Hälfte. Ja. Selbst wer wollte, ja, der hätte vielleicht bis dahin noch nicht mal seine Impfung. Ja, und die nicht wollen, die können wir nicht zwingen, das zu tun. Richtig. Ja. Grundversorger müssen öffnen. Ja, wir haben ja auch Schwerstkranke, ja, die auch von der Maskenpflicht befreit sind. Auch die dürfen in unseren Laden ohne Maske, ja, weil wir ein Grundversorger sind. Das finde ich ganz toll, dass wir so darüber reden können. Also ich bin selber gerne Kundin beim Lidl und mein Mann ist auch asthmakrank, ist von der Maskenpflicht befreit. Und was glauben Sie, wie die Kunden uns angeschrien, sogar gewalttätig wurden. Und ich habe schon zu meinem Mann gesagt, als das ja die Sache mit dem Wagen ja war, dass jeder Kunde einen Wagen mitnehmen soll. Und da gab es ja diese jungen Herren von der Security, ne? Die dann wirklich richtig frech wurden auch. Und das auch noch vor unseren Kindern. Also ich frage mich sowieso, was ist hier los? Die Gesellschaft, ne? Wir wissen ja beide, was hier los ist, aber es tut in der Seele weh, zu sehen, wie ein Mensch in seinem Sein abfällt. Mhm. Ne? Ja, und ich sag mal so, die meisten, die sich beschweren, sind ja eigentlich die geimpft sind. Ne? Warum beschweren die sich denn? Ne? Richtig. Die sollen es ja eigentlich nicht kriegen. Richtig. Die können ja eigentlich nur der Überträger sein. Ja. Also eigentlich müssen die ja von denen haben. Richtig. Ja. Richtig. Es ist stellenweise, ja, ich weiß nicht, ob das den Leuten einfach zu schaffen gemacht hat. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also es nimmt ganz schön überhand. Ja. Also manche werden da ja wirklich aggressiv, wo ich so denke, was ist mit ihnen nicht in Ordnung? Ne? Richtig. Also, wie Sie schon sagen, es kann jeder für sich selber entscheiden, ne, ob er sich impfen lässt oder nicht. Es gibt ja auch viele, die es grundsätzlich nicht impfen lassen, egal denen was. Sei das Windpocken oder was kriegt man als Kind? Mumps, Masern, keine Ahnung. Ja. Diese ganzen Grundimpfungen lassen sich ja welche aus religiösen Gründen auch nicht geben. Das ist ja auch die Sache. Geht man denn auf und diese Leute denn? Auch, ne? Da geht keiner auf die Leute drauf. Die lassen sich nicht impfen, fertig. Ja, das ist denen ihre Religionsfreiheit und die dürfen nicht gezwungen werden, so eine Impfung zu bekommen. Also kann sie auch nicht zwingen, diese Covid-Impfung in Anspruch zu nehmen. Richtig. Es ist so schön. Ja. Selbst zuständig dafür, ne, was er machen möchte. Wissen Sie, dass das heute für mich ein Tageshighlight ist, dass wir beide miteinander reden dürfen und Sie das so sagen, weil ich habe das Gefühl einfach, es dreht die ganze Welt durch, die ganze deutsche Bevölkerung dreht durch, es gibt keine anderen Krankheiten mehr. Die Kinder leiden darunter immens, auch die älteren Herrschaften. Es ist seit wie vielen Monaten, 18, 19 Monate, ist das Leben sowas von auf den Kopf gestellt. Und ich hoffe, dass bald wirklich eine Aufklärung stattfindet. Gute Frau, ich muss leider weitermachen. Ne, ich bedanke mich bei Ihnen. Vor nächsten Jahr. Sie müssen ja erst noch ihre Masken alle unter die Leute bringen. Deswegen kriegt man im Herbst die Grippewelle. Richtig. Da muss jeder die Maske aufsetzen bis zum Frühjahr 22. Mhm. Und dann sind sie ihren Rammel los und dann geht alles wieder normal. Ich hoffe. Die Leute werden ja auch überhaupt nicht mehr impfiert. Ja. Nein. Also wenn ich den ganzen Tag mit diesem Ring vor dem Gesicht rumrenne, da bin ich ja völlig abgeschirmt von allen, dann baut mein Immunsystem extrem ab. Ja. Ja, und dann ritze ich mich an irgendwas und bin sterbenskrank, so ein Motto. Ich meine, es ist klar, keiner leugnet das. Aber was jetzt hier passiert, es gibt so viele andere Wege und auch so viele Studien, die wirklich das alles widerlegen, was hier gerade gemacht wird. Und wenn ich überlege, dort sind sympathielose Menschen
am Werk, die überhaupt nicht irgendwie mal mitbekommen, was hier los ist. Sei es jetzt auch durch die Flut, die jetzt war. Da braucht also der Herr Laschet war ja im Swisttal unterwegs und der musste wirklich geschützt werden, weil die Bevölkerung jetzt gesagt hat, es reicht jetzt. Und ich weiß, wir haben auch Freunde im Ahrtal, im Ahrweiler, die wirklich alles verloren haben. Unsere Freunde waren da auch, freuen wir auch. Und da braucht sich kein Politiker, sprich wie Dreyer und Olaf Scholz und auch Frau Merkel, dahinstellen, durch den Ort gehen und dann wieder gehen. Das wollen wir nicht. Ja, das will keiner. Man die Schaufel anfassen. Ach. Oder die Gelder freigeben, die auch wir gespendet haben. Ja. Ja. Es kommt so viel nicht da an, wo es hingehört. Ja, da ist noch riesen Bürokratie. Ja, was sollen die machen ohne Haus? Ja, was sollen die noch 15.000 Anträge ausfüllen? Da ist doch sichtbar, dass es nicht ist. Richtig. Richtig. Unglaublich. Also es ist einfach unglaublich, was falsche Prioritäten werden hier eindeutig gesetzt. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei Ihnen für das liebe Gespräch. Ja, gerne doch. Bitte passen Sie auf sich auf. Alles Gute für Sie. Ihnen auch. Gottes Segen. Wiederhören. Tschüss. Danke. Tschüss.